Noch einmal Differentialgleichung der Biegelinie, diesmal ein statisch unbestimmtes System, nämlich ein beiderseits eingespannter Balken unter einer Streckenlast Q0. Die Differentialgleichung der Biegelinie ist wiederum aufzustellen und diese dann entsprechend anzugeben. Also ich brauche keine Auflager berechnen, ich brauche keine Schnittgrößen berechnen, sondern ich kann sofort in die Differentialgleichung der Biegelinie reingehen mit der Streckenlast. Ich schreibe jetzt hier vierter Ordnung, das bedeutet mit der vierten Ableitung. Und damit ist EI W4' von x in dem Träger Q von x und Q von x ist über den ganzen Träger konstant Q0. Integrieren. W3 liefert Q0x plus C1. W2 liefert Q0x² halbe plus C1x plus C2. W' liefert Q0 x der dritten Sechstel plus C1x² halbe plus C2x plus C3. Und für das W von x kriegen wir Q0x der vierten Vierundzwanzigstel plus C1x der dritten Sechstel plus C2x² halbe plus C3x plus C4. So, haben wir zwar vier Konstanten, aber uns überhaupt keine Gedanken um irgendwelche Kräfte machen müssen noch. Was sind jetzt hier die Randbedingungen? Die Absenkung ist 0, sowohl links als auch rechts in der Einspannung, sind ja beides Einspannungen, und die Steigung auch. Die Absenkung an der Stelle 0 liefert sofort C4 ist 0. Alle x werden 0 gesetzt, damit bleibt nur C4 über und das ist 0. Die Steigung an der Stelle 0 in die vorletzte Gleichung eingesetzt, liefert sofort C3 ist 0. Und die anderen beiden, die muss man ausrechnen und schauen, was man, also einsetzen und schauen, was man rauskriegt. Aber schon unter Berücksichtigung, dass C3 und C4 0 ist natürlich. Man muss ja das Leben nicht schwer machen. Also das W an der Stelle L ist Q0 L der vierten Vierundzwanzigstel plus C1 L der dritten Sechstel plus C2 L Quadrat halbe plus C3 L plus C4. Ich schreibe alles hin und streiche dann raus. C3 und C4 ist 0. Daraus kann man, also das ist natürlich 0, dann kann man gleich L's kürzen, nämlich da L Quadrat und da die hoch 3 zu einem L und da zu einem L Quadrat. Und umformen auf C2, das liefert minus Q0 L Quadrat Sechstel minus C1 L halbe durch. Das kommt aus dem W'. Schreib's nochmal her. Und dann machen wir den Pfeil nach oben. Das W' liefert ja nämlich Q0 L der dritten Sechstel plus C1 L Quadrat halbe plus C2 L. Hier aus der Gleichung da oben. C3 0. Und das ist 0. Und daraus kann man natürlich auch wieder ein L rauskürzen. Und kommt zu dem, wenn Sie auf C2 umstellen. Das stimmt dann. Ja, da haben Sie das minus Q0 L Quadrat Sechstel minus C1 L halbe. Das ist das. Und aus dem oberen kriegen wir, ich setze es einfach ein, das C2, das da hier eingesetzt in W2
von L, dann liefert es Q0L Quadrat 24 plus C1L Sechstel minus Q0L Quadrat Zwölftel. Ja, minus C1 L Viertel. So. Ja. Und dann kann man, und das ist natürlich nach wie vor 0, und dann kann man C1 und Q0 voneinander trennen und, die C, und um durchdividieren durch den Vorfaktor von C1. Ein Q0 L durch ja, minus 2 ist der Faktor vom C1 drüben, also minus Q0 L halbe fürs C1, wenn man alles zusammenfasst. Ja, geht sie aus, ja, passt. Und dann zurück eingesetzt ins C2. Steht da Q0 L Quadrat Zwölftel. Fürs C2. Die setzen wir ein oben wieder in die Gleichung da und kriegen wiederum einen Zusammenhang für die gesamte Differentialgleichung. Und auch wenn man es braucht, das schreibe ich Ihnen danach her, indem man einfach in die zweite Ableitung hier einsetzt, natürlich einen Zusammenhang für das Biegemoment. Und kann daraus dann sofort bestimmen, wo liegt das maximale Biegemoment. Dort, wo die Querkraft 0 ist, ist das Biegemoment maximal natürlich. So hängt das ja zusammen. Und die Stärke des maximalen Biegemoments. Ohne auch nur einmal Schnittgrößen angegriffen zu haben. Also Differentialgleichung der Biegelinie. Eigentlich, also für die Durchbiegung eingesetzt, ist dann EI W von X herausgehoben, Q0 24 kann man rausheben, X der vierten minus 2L X der dritten plus L Quadrat X Quadrat und der Momentenverlauf zwar Vorzeichen umgedreht, aber trotzdem Momentenverlauf von der Größe her kriegt man aus dem W2' von x, der ist Q0 halbe x² minus Lx plus L² Sechstel. Ja, einsetzen, Vorzeichen richtig stellen und man hat sofort wieder den Momentenverlauf.